Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Go Home Dinosaurs. Yay, in der dritten Welt. Im Schnee und in Eis. Ach ja, das ist schön. Ja, also ich bin froh, dass der Wintereinbruch wieder weg ist. Wir hatten ja die eine Woche lang richtig krassen Winter und jetzt ist es wieder warm. Das ist gut. Und du hast neue Items. Buy what you want. Alles zu teuer. Vielen Dank. Ja, Katzentier. Du. Jo. Was könnte man hier gebrauchen? Ja. Erstmal Karte ansehen. Was gibt's denn hier? Nicht viel Platz. Auf jeden Fall. Das ist schlecht. Ja. So einer geht aber. Was könnte man hier in die Mitte stellen? Vielleicht einen DJ. Noch mehr Eis. Noch mehr Schnee und Eis. Er kommt hier, passt eigentlich immer. Und dann fangen wir mal an. Bevor wir hier noch lange rumüberlegen, fangen wir einfach mal an. Oh yeah, da kommt ein T-Rex mit niedlicher Kapuze. Auf den sollte ich jetzt vielleicht auch mal drauf gehen, so ein bisschen. Damit er nicht zu sehr stört. Und Meteor. Oh yeah. Der Meteor. Und du. Bam. Ja, ich hasse die kleinen Viecher. Die kleinen sind viel schlimmer als alles andere. Nee. Na komm. Ja. Erstmal das ganze Zeug hier weg. Erstmal das ganze Zeug hier weg. Und dann haben wir vielleicht auch mal eine super. Du. Na, immerhin etwas. Okay. Was können wir noch machen? Wir können mal. Nein, nicht dich. Ich will den hier. Wir frieren die Gegner mal am Anfang ein. Und halten so ein bisschen auf. Wir brauchen nämlich jede Zeit, die wir kriegen können. So. Jetzt baue ich hier kleinere Einheiten noch hin. Den DJ baue ich auf jeden Fall nicht mehr. Nee, die zwei normalen Einheiten sollten das ganz gut hinkriegen. Ja. So. Noch eine Kokosnuss. Dann können wir noch einen bauen. Da haben wir noch eine Kokosnuss, aber eigentlich steht unsere Verteidigung ganz solide. Ja doch, das ist solide. Sollte durch sein, die Runde. Außer die Dino Explosion ist jetzt total mega krass. Und nein. Nein, das ist kein Problem. So. Ja, wie gesagt, DJ werde ich nicht bauen, aber ich denke, wir schaffen das auch so. Auf jeden Fall. Ja doch, das schaffen wir. Unser Meteor-Kumpel leistet ganze Arbeit. Ach ja, ich mag den Meteor. Nochmal, wusch. Alles kaputt. Alles kaputt. Obwohl, baue ich dich einfach so. Du bringst zwar hier gar nichts, aber komm. Einfach mal bauen. Alter, es ist jetzt aber auch eine Armee hier. Na komm, ich finde die Mützen von den kleinen Dinos voll knuffig. Ach ja, nein. Alter, jetzt nur noch diese Viecher oder wie? Boah, und ein Meteor und sie explodieren einfach alle.
Und sie kommen überhaupt nicht mehr vorwärts, dank meinem Eis. Oh yeah. Das sieht doch ganz gut. Ja doch, und wir können uns ein neues Item kaufen, hoffe ich. Können wir uns das kaufen? Ich hoffe mal. Eins davon war auch für 1000 Münzen. Ach ja. Ja. Super. Im Shop. Ich benutze die Dinger zwar eh nicht, aber ist egal. Ist egal, auch wenn ich es nicht nutze. Du. Ich denke, das passt, wenn wir hier einen hiervon mitnehmen. Ich denke, DJ. Eis ist immer gut. Einmal Meteor. Ha. Weiß, vielleicht rechnet sich auch ein Laser. Und ansonsten nochmal Eis. Ich hoffe einfach mal, dass das so klappt. Wird es zwar wahrscheinlich nicht, aber hey. Ach nö, nicht die Viecher. Ihr seid mies. Na, na toll. Da ist noch ein Schneemann im Weg. Und zack. Oh yeah. So. Jetzt haben wir die Schneeballkinder. Das Schöne ist, dass sie auch mehrere Ziele gleichzeitig angreifen können. Das ist echt gut. Die sind eine absolut tolle Einheit, muss man sagen. Nein, da darf ich nichts hinstellen. Hm. Machen wir das denn dann? Ich denke hier. Nee, ich brauche was für viele Münzen. Und zum Beispiel ein Laser. Der ist zwar nicht perfekt an der Stelle, aber eigentlich ist er ziemlich schlecht an der Stelle. Das sehe ich aber jetzt erst. Ich bin halt auch ein bisschen blind und so. Eis. Und gib mir noch ein bisschen Unterstützung. Eis. Eis. Na, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht so gut gehen. Ich brauche was Großes wie ein Meteor. Ja, am besten den Meteor. Der wäre jetzt wirklich am besten. Noch drei Kokosnüsse. Bis dahin. Das ist schlecht. Du. Ach ja. Ja. Jo. Zu spät, der Meteor. Ja, ich hoffe, dass wir den Rest retten können. Schneeball. Ja genau, schieß deinen Ball auf den einen Typen hier. Ist natürlich voll sinnvoll und ihr bringt gar nichts. Das nervt mich. Nee. Ich hole mir lieber den DJ an der Stelle, glaube ich. Was bringst du hier? Nicht viel, aber hier bringst du was. Sehr gut. So. Und jetzt die fette Party mit Mustik. Mit der richtigen Musik kommt die Fahrt hier vielleicht doch noch in Schwung. Bäm. Meteore fallen überall hin. So. Ja, überall, das sehe ich auch. Aber ein Meteor sollte die ganze Bagage ausrotten, so ziemlich. Oder noch nicht mal, weil er nicht schießen will. Okay, dann schieß halt nicht. Muss das wieder alles unser DJ erledigen. Ach ja. Oh yeah. Aber ich finde die Schneeballkinder absolut genial. Das ist die beste Einheit meiner Meinung nach. Die sind einfach toll. Die beste Einheit. Oh. Was haben wir denn hier? Na, hier passt natürlich kein Laser hin. Ist ja klar. Hier passt allgemein nicht sonderlich viel hin. Ihr passt aber. Hoffe ich.
Ihr fünf passen auf jeden Fall zwei. Ihr passt sowieso immer. DJ passt auch, denke ich. Ich denke zwei. Meteor passt nicht. Okay. Wir haben also keine wirklich starke Einheit diesmal. Aber ein Teleporter. Genau, und nehmen die Schneemänner erstmal alle mit. Und kümmere dich hier rum. Wie wär's, wenn du erst den hier fertig machst, bevor du dich auf den nächsten stürzt? So, ihr habt hier eine gute Reichweite und hier passt auch noch eine Einheit hin. Das ist gut. Ich denke, ich werde aber meine Notfallversicherung als nächstes einbauen. Nehme ich den Teleporter. Ja, der ist meistens sicher. Genau. Bam. Oh no, ein Stein. Oh no, ein Stein. Werf ihm einen Stein ins Gesicht. Bam. Oder in den Rücken. Oder sonst wohin. Ja. Ach, du bist so dumm, ne? Alter. Die KI unseres Kollegen ist wirklich nicht die beste. Ja, Icy Dinos. Ich habe deinen kleinen Gag schon verstanden. Ja, bauen wir hier am Ende schön viel hin. Ich denke, das ist am besten. Na, wahrscheinlich nicht am besten, aber okay. Ja, jetzt brauchen wir hier Flächendamage. Flächendamage ist der beste Damage. Aber mir fehlt natürlich eine Kokosnuss. So. Du kommst zu spät, aber... Na, einige werden ja auch nach Hause geschickt. Durch den Teleporter, aber längst nicht alle. Nein. Boom. Und bam. Ja, das war wirklich eine schlechte Idee. Warum verwendet ihr eigentlich immer noch Dynamit, um euer Ding zu schützen? Ich meine, ihm ist jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass Dynamit nicht die beste Idee war. Trotzdem benutzen sie weiterhin Dynamit. Es gibt ja doch, es muss auch irgendwas Besseres geben als Dynamit. Irgendwas weniger Zerstörerisches. Und Alter, die Level werden ja jetzt lang hier. Aber naja, macht ja nichts. Werden die Parts halt auch ein bisschen länger. Mit meiner schnelleren Internetleitung kann ich mir das durchaus mal erlauben. Jo. Und bam. Alles gebaut. Jetzt kann ich nichts mehr tun, außer mich hier hinstellen. Und auf alles Schneebälle werfen. Sollte aber jetzt so ziemlich durch sein. Ja, das ist durch. Das ist durch. Du, du, du. Alter. Dann stellen wir uns mal hier hin. Um noch etwas mehr zu kämpfen. Und uns aktiv in den Kampf einzubringen. Ach ja. Aber ich glaube, mehr als drei oder maximal vier Level pro Part schaffe ich nicht. Wir sind jetzt schon bei 14 Minuten. Was bist du denn? Du bist jetzt Crusher to Shrink and Weaken Dinos. Awesome. Okay. Okay, hier kommen fette Viecher. Kostet 4 Münzen. Erstmal ansehen. Erstmal ansehen. Natürlich kein guter Laserspot. Wieso auch? Mehr Laser, man kann ihn so selten mal schnell einsetzen. Das nervt. Aber da. Hier passt ein DJ gegens Ende hin. Möglichst vorher sollte ich die Dinos schrumpfen eigentlich. Ja, eigentlich. Aber... Alter. Ist ja richtig doof hier. Ist ja richtig doof hier. Hier hat man ja für nix Platz. Nee, hier hat man echt für nix Platz.
Ich denke, so fahre ich noch mit am sichersten. Make Dinos tiny and weak and damage them. Ja. Und soll ich dann auch sofort bauen? Möglichst so, dass ich mich nicht sonst in irgendeiner Weise verbaue. Wäre nämlich doof, sich zu verbauen. So. Okay. Ich denke, ich fahre direkt auf einen 7er. Auf den teuren 7er, den ich dann hier oder hier platzieren werde. Bin ich ja mal gespannt, was dieses Schrumpfdingen ausrichtet. Und wie lange die geschrumpft bleiben. Bäm. Ja, doch, der kriegt ordentlich mehr Schaden. Aber das Ding muss ich natürlich erst aufladen. Also wie immer. Muss ich ja immer alles erst aufladen. Du gibst mir mal etwas mehr Zeit, bitte. Denn ich brauche einen Platz hier für dieses Ding. Deswegen. So. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich die halt nicht verlangsamen kann. Ach ja. Und bam, jetzt sehr gut den anderen noch getroffen. Das war jetzt wahrscheinlich weniger klug. Ja, das war wirklich weniger klug. Naja. Da habe ich mich jetzt wieder schön verbaut. So, erstmal du. Ich habe hier noch einen Stehplatz. Aber ich kann meine andere 7er Einheit nicht bauen. Wegen dem Eistypen, den hätte ich wahrscheinlich woanders hinsetzen sollen, oder? Ich kann ihn sogar noch bauen, die 7er. Glaube ich. Ja, doch. Bringt dann aber wahrscheinlich nicht viel. Ja. Ich denke, ich werde das Ende hier mehr sichern mit dem DJ. Dazu fehlen noch zwei, beziehungsweise jetzt noch eine Kokosnuss. Ja. Eine Kokosnuss noch. So. Oh yeah. Ein roter Kokosnuss, die kam schon mal. Und der ist ganz klein, gut geschrumpft. Oh yeah. Ach ja. Ach ja. Da. Aber die Musik ist schön, entspannt. Ja, die große Einheit lohnt sich nicht mehr. Da brauche ich hier lieber noch eine kleinere. Dann baue ich wenigstens überhaupt noch was. Und das war's, zumindest an Dinos. Das heißt, ich sollte meine Schneebälle nutzen. Einfach mal so. So. Ja, genau wie im Training. Genau so, wie wir es immer wieder geübt haben. Bäm. Und wozu sammle ich eigentlich noch die Kokosnüsse? Die bringen eh nichts mehr. Ist aber... Die Sache ist jetzt aber durch. Ja doch, läuft doch einigermaßen. Ich habe übrigens das Mikro etwas leiser gestellt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Naja, egal. Egal. Und tralala. Und das soll es dann, glaube ich, für den Part jetzt auch gewesen sein. Das waren, glaube ich, jetzt drei Level. Ja, 19 Minuten. Und so, ja, doch, passt. Welt 3.8. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Go Home Dinosaurs.